Was getan jetzt hier, während ich geschlafen habe? Herr Olaf wollte mich fast verprügeln, weil ich seine Pflanze abgekürzt habe. Dann habe ich mein Schwert rausgeholt. Da rennt dann, er ja sowieso immer weg bei den großen Schwertern. Ja, auf jeden Fall, da ist ein Creeper hingekommen, dann habe ich seine Lutschpflanze da ausgesehen, die hat der Creeper weggemacht. Jetzt baut er gerade eine neue. Ich habe ihm dafür jetzt fünf Items gespendet. Apropos, der muss noch meinen Ring aufladen. Das dauert jetzt, bis er die Pflanze, glaube ich, hier hat. Okay, ich habe nämlich 22 Level. Und er hat sich jetzt diese, die Hunde, die sie eingebuddelt haben, hat er wieder ausgebuddelt. Mhm. Das ist, schon mal etwas. Ja, Gott, was? Nee, dahinter gehe ich jetzt nicht. Und dann ist noch eine spannende Sache passiert, aber das ist, ich bin mir noch nicht sicher, ob das richtig ist. Was ich da gesehen habe. Was hat der Herr Olaf gestrippt? Nein! Da hätte ich ihn direkt Nein. Gut. Ja, das, Ich bin heute leicht auf einem schlechten Fuß. Weil ich auch Pflanze weggesprengt habe. Ich auch. Nicht nur das. Ich auch. Die Rüstung hält unendlich Steine nicht. Ich bin schlecht. Ja. Trotzdem ist er tot. Trotzdem verliert er Herzen, genau. Ja. Also, ich habe gewisse Dinge gesehen. Aber ich weiß nicht, ob es richtig ist, was ich gesehen habe deshalb. Na was denn? Vor mir hat sich ein Typ in Werwolf verwandelt. Und das wäre. Ich ziehe jetzt in die Kanalisation, dann bin ich euch normale Menschen endlich los. Was? Hat er gesagt? Er will in die Kanalisation. Dann muss ich mit dem Herrn Melvin reden, dass er ihm magische Zeug verbietet. Wieso? Die Kanalisation ist dahin. Ja, da ist es. Ich würde es eher als Höhle betrachten. Das ist keine Kanalisation. Es ist die Analisation. Das ist eine fucking Höhle. Also achten Sie mal auf Ihre Aussprache. Okay, das ist eine nette Höhle. Analikriege, das liegt. Aber er darf. Ich meine ja ihn. Ach so. Gehe mit meiner Laterne, meine Laterne mit mir. Herr Olaf, komm, hallo. Passen Sie auf, ich kann jetzt noch besser zaubern als Sie. Hokus Pokus, sehen Sie? Warte, Fokus Pokus, Philippus, Alter, hier, bam! Boom. Du darfst deine Hunde übrigens umbringen, wenn sie dich angreifen. Geh weg von meinen Pflanzen, da steht Butter Bier, kein Durchgang. Butter Bier. Was, Huia Durchgang? Was ist denn eine Huia? Wenn der noch einmal herkommt, ich komm zu ihm nach Hause. Warum? Was hat er denn gemacht? Da steht Butterblät kein Durchgang. Was ist ein Butterblät? Das ist andere Sprache für verpiss dich. Aha. Bist du sicher, dass du nicht Butterbier meinst? Das ist Shakespeare. Was? Ach, egal. Ach ja, ich hab dem Herrn Luca übrigens gesagt, dass er sein Haus bitte verlegen soll. Okay. Ich weiß aber nicht, ob er es tut. 1, 2, und. Auf jeden Fall. Nochmal die Sache zurückzukommen mit dem Verwandeln. Also da hieß jemand rumgelatscht und hat sich dann vor meinen Augen in Werwolf verwandelt. Und wer? Wie hieß er? Das ist einer der bekannten Werwölfe. Der hat mich dann auch umgebracht übrigens. Das ist der Typ, der da wohnt. Darf man seine Wut an Werwölfen rauslassen? Ja. Darf man seine Wut an Ike rauslassen? Nein. Bist du kein Werwolf?
so behaart wie du bist. Nö. Ey, beide einfach diesen Eisenrucksack. Ist der nicht ein bisschen schwer so? Besser so? AIDS. Ja. Ach, ich habe hier noch ein neues Schwert, stimmt ja. Zeig mal. Ist nur Zinnschwert. Hat mir der Dude auf der Schleiminsel geschenkt. Ja, das habe ich auch bekommen. Geil, Mann. Ich glaube, das hat der Massen. Was? Der was? Ach, egal. So ein Typ. Ein Typ auf einer Schleiminsel. Wenn Sie Slimes benötigen, kommen Sie zu mir. Denn ich habe die Setzlinge von den Bäumen. Also, ich habe, also in dieser alternativen Welt habe ich keine Schleimbäume angefasst. Aber Sie haben im Boden den Ertrag der Bäume abgebaut. In dieser alternativen Welt. Herr Olaf, Sie bringen mich zur Weißglut. ich nehme ein Buddha-Bier, bitte. Was ist? Hab dich ganz goldig, bist du Lose. Apropos Buddha, ich hab noch Honigwein. Hm. Wer hat, Alter, ich schwöre, können die nicht einfach alle von dem hier gehen? Ja, alle an. Ich gehe ja schon. Falsche Richtung! Sie haben die Stadtwache angegriffen, Herr Olaf. Sie wissen, was das bedeutet. Sie wissen, was Ihr Meister gesagt hat. Ich gehe dann petzen. Und als Abschiedsgeschenk. Hokus Pokus! So. Ja. Also, das war jetzt immer noch nicht fertig. Also, mit, vielleicht sollten sie mal. Vielleicht sollten wir uns da mal mit Herr Melvin und oder Herr Tyrox zusammensetzen. Der da drüben oder Herr Darko. Ja. Das weiß ich seit gestern schon, ja. Ja, das hatten sie mir erzählt. Ja, das ist. Und er hatte gewisse Dinge gesagt. Nachdem er mich getötet hat. Wollte er ihre Leiche schänden? Nee, er hat gesagt, er sei friedlich, nachdem er mich getötet hat. Das fand ich sehr interessant. Das sagen sie alle. Ich muss mir erstmal ganz kurz ein Stückchen Wein holen. Viel Spaß, können Sie mir das geben? Kann ich machen, wenn danach Ihre Stimme nicht mehr so heilt? Ja, die heilt danach nicht mehr so. Okay. Wissen Sie. Ist lecker. Hat der Fall auch schon was gekriegt? Ja. Okay. Er ist meine Testperson, also er muss immer jeden Wein probieren. Das erklärt, warum er jetzt gerade schläft. Ja. Was machen Sie da? Versuchen, in Ruhe dahin zu vegetieren. Okay. Lassen Sie es schmecken. Ist das eine Fleisch? Das ist Honigwein. Ach, Matt. Du meinst Matt. Was baue ich eigentlich gerade? Ja, genau. Wo ist eigentlich Ihr Gehirn hin? Mein Gehirn wird Sie bald umbringen. Herr Luca fragt, warum dass er das verlegen sollte. Denn das Ding ist ohne Sinn, dass er es verlegen soll. Weil dort das Rathaus, ach, nicht das, ach, wie heißt das denn? Gerichtsgebäude. Gerichtsgebäude ist genau. Und wenn schönen Tag, ich komme gleich wieder. Wenn dann so nah an dem Gebäude gebaut wird, ist ja kaum noch Platz zum Durchlaufen. Und ich laufe nicht jedes Mal, wenn ich von dem Herrn Nick komme, um irgendein Gebäude rum. Gut, werde ich mir ausrichten. Er braucht ja nur um, sagen wir mal, 5 Meter nach vorne verlegen. Also,
Ja. Vielleicht sorgen Sie es mir einfach jetzt. Naja, 5 Meter in diese Richtung. Genau. Ja gut, dann frage ich ihn mal, ob er das lieber abbauen will oder ob ich es mit meinem Flugschiff verlegen soll. Nein. Warten Sie mal, wer war der Held? Das war ich, scheiße. Das war Sie. Stimmt. Ich kann nur große Gebäude umherfliegen, keine kleinen. Ja, also ich frage ihn mal dann, ob ich das verlegen soll. Die Luftschiff, oder wollen Sie das machen? Nee, das können Sie ruhig machen. Mal gucken, ob ich's brauche, Mann. Ich zeig Ihnen Magie. Ich komme gleich, Herr Olaf. Ach, hallo Fräulein Vivian. Ist Ihr Lebensgefährte zu Hause? Was mein Lebensgefährte? Na, der Herr Ramon. Der Ramon, der schläft, glaube ich, gerade. Kann ich Ihnen denn irgendwie weiterhelfen? Hat der Herr Ramon sich schon in irgendwas eingewiesen, wie man was repariert oder anfertigt? Ja. Und was? Wie man was repariert und anfertigt. Können Sie sowas reparieren? Ich kann's probieren, ich kann gucken, ob ich's hinkrieg. Also kaputt mache ich's ihn auf jeden Fall nicht. Das ist ja schon kaputt. Ja, kann ich nicht Wunder machen. Ich muss gucken, ob wir gerade Silber, Bindestrich, Stahl da haben. Okay, ich bin dann gleich wieder da. Oh. So, jetzt bin ich hier und der Herr Olaf ist weg. Toll. Da ist er wieder. Fokus, Fokus, Filibus. Was ist das? Damit passen Sie auf, einen Moment. Ich muss noch kurz im Buch nachgucken, wie das jetzt weitergeht. Jetzt können Sie gleich hier bleiben. Grün, 2 pink und 2 rosa. 2 da, 2 hier. Und was brauche ich noch? Grün. So. Passen Sie auf. Ja. So, ich tue es aber in der Reihenfolge rein. Also, ja. Sind Sie zufrieden? Mana. Ach, was? Ah, da schon. Ich habe ihm gesagt, er muss selbst den Boden runter. Ist ein bisschen zu weit, oder? Ja, aber man müsste ja vielleicht auch noch offizielle Wege mal bauen. Ja, ich warte ja immer noch auf den Slate. Ja, wie viele war das überhaupt? So viel wie geht. Ich habe bisher 4 Haufen. Dieser bescheuerte Schiefer findet sich nirgendwo. Okay. Ist man eigentlich wach? Also ich sehe dort, zum Beispiel was. Im Berg. Jo. Direkt auf Augenhöhe. Das sind 2 so eine Dinger. Wenn das jetzt nur 2 sind, hau ich sie. Ja gut, dann müsst... Wo ist er denn jetzt hier, Herr Ben? Dann müssen wir vielleicht mit dem Fräulein Sissi reden, dass wir ihr helfen, dann die Felder vielleicht ein bisschen woanders hin zu verlegen. Ja, sonst wird der Luca vielleicht das, etwas... das Loch dort müssen wir auf jeden Fall zumachen. Das war ein ganze Zeit. Ich hab das Schwert repariert gekriegt. Oh nein. Super. Das macht 5 Eisenmünz. Das ist aber günstig. Ja, 5 Eisenmünz. Ja, jetzt sind die Angestellter bei der Schmied. Bitte, dankeschön. Ja, bin ich, Günther. Ich bin noch neu, ich hab's noch nicht so mit Preisen. Ja gut, okay. Ich weiß zwar alle Preise, aber ich glaube, das ist dann doch eine zu lange Liste. Ich bin schlecht. Und jetzt dann perfekt? Ist alles nicht so wie vorher war? Hab ja, sehr schön. Haben Sie klasse gemacht. Toll aus. Ich werde dem Herrn Ramon sagen, dass Sie das wunderbar gemacht haben. Oh, danke. Ach, Herr Melvin ist doch. Dann kriege ich vielleicht mein erstes Gehalt. Haben Sie doch gerade. Sie haben es verdient. Ich bin reich. Ach so, ja, okay. Hallo. Hallo. Doch. Ja, ich werde mal, Das ist kaputt. Ich habe was eingesammelt. Ja, aber es ist kaputt. Es funktioniert nicht. Irgendwas ist kaputt. Ach, hier. Das macht man in dem Becken.
Gib her. Okay, ihr Magiepartner hat's ihm gesagt. Hurensohn. Hey. Ich hasse alles. Ich bring mich um. Auch mich? Ich bring mich um, Alter. Mal.